600.000 Euro, das ist der Preis für eine Richard Mille Uhr. Das ist natürlich den meisten Menschen viel zu teuer und deshalb gibt es diese 600 Euro Fälschungen von Richard Mille. Wo es diese Fälschungen gibt und wie bin ich dorthin gekommen, das werdet ihr in diesem Video hier erfahren. Ich habe mich in Istanbul auf der Suche gemacht nach dem krassesten Uhrenstore, wohlbemerkt Fake-Uhrenstore. Und bin fündig geworden, Leute. Wir haben einen krassen Store gefunden. Wir haben uns dorthin führen lassen. Es ist ein Top-Secret-Ort. Keiner darf rein theoretisch wissen, wo der Ort ist. Wir waren auf dem Grand Bazaar in Istanbul und dort haben wir uns von Leuten ansprechen lassen, die gerochen haben, dass wir auf jeden Fall auf der Suche nach Uhren waren. Die haben uns zu einem Weg geführt, der komplett komisch war, durch irgendwelche Geheimtüren. Also ihr merkt, die Sicherheitsvorkehrungen sind sehr hoch und es wurde auch wirklich streng darauf geachtet, dass keiner diesen Ort erreichen kann. Besonders nicht die Polizei. Wir sind trotzdem mitgegangen, wir haben uns trotzdem mit den Leuten dort unterhalten, geschaut, was verkaufen die da genau, woher kriegen die Sachen. Leute, das war einfach ein Rolex-Store gefühlt. Ich gehe so weit und sage, es gab dort wahrscheinlich jede Fälschung von jeder Rolex-Uhr. Wie kann man so ein Business mit so strengen Auflagen eigentlich in Türkei machen? Das werden wir alles in diesem Video erfahren, Leute. Und ich würde sagen, viel Spaß und let's go. Er meinte, er hat 1:1 Uhren und bringt uns jetzt zu so einem Safety Room. Bin mal gespannt. Okay, okay. Also bisher hat mich nichts irgendwie aus den Socken umgehauen. Alles sieht scheiße aus. Hier ist einfach Farfetch Tag, Digga. So, wir sind jetzt hier in diesem Ort? Ja. Ja. Das ist alles noch schlechte Qualität. Das ist alles schlechte. Hinter diesem Tresorraum ist die gute Qualität. Jetzt geht's richtig los. Und das ist jetzt auch scheinbar der illegale Ort. Okay. Shit. Oh shit. Okay, Leute, wir sind jetzt hier im Laden. Hello, hi. Hello. What's your name? Afrim. How old are you? 30. 30? Mashallah, mashallah. Schauen wir uns mal ein bisschen hier mal um. Also das soll jetzt einer der krassesten Uhrenläden in Istanbul sein, also Fake-Uhrenläden wohlbemerkt. Und ich frage mal einfach mal jetzt nach dem besten Fake. What is your best fake? The best one. That's the new one. Ich sag mal so, ich habe eine Sache gelernt und zwar hier gibt es, also gab es bei der Pepsi einen Übergang, den man wirklich ganz, ganz schwierig hinkriegt und hier ist gar kein Übergang drin. Das Ding ist, also ich sag mal so, das Band sieht gar nicht mal so schlecht aus jetzt. Oh shit, und jetzt leuchten die sogar dunkel. Diese 25, ich weiß nicht, ob das die gleiche Schrift von Rolex ist. Ich hab ein Bild zum Vergleich von Rolex. Sieht ein bisschen eigenartig aus. Also jetzt auf den ersten Blick scheint das keine allzu schlechte Fälschung zu sein, aber es ist natürlich auch nicht 1:1. Guck mal, das ist jetzt hier so mal dahingestellt. Das Problem ist, die meisten Fake-Uhren kriegen diesen Teil hier nicht richtig hin. How much? How much ist der? Lira. Yes. 6,8. 220 Euro für die Uhr. Also ich sag mal so, 220 Euro für die ist schon viel. Look, I make discount. Cartier Santos. Cartier. Ah, hier. Can I see this? That. So, Cartier Santos haben wir jetzt auch mal am Start. Ich sag mal so, ne, jemand, der sich Fake-Uhren kauft, ich glaube bei Cartier Santos Uhren. Ich sag euch mal so, ich würde bei der Uhr auf keinen Fall merken, was jetzt real oder fake ist. Es gibt hier bestimmt auch so ein paar Spots, woran man das merkt, aber hier merkt man das nicht. You have Cartier Santos Skeleton? Sogar Cartier Santos Skelettiert. Ich muss sagen, die Uhr ist echt schön. Die real. How much is that? 200. Okay. Und hier haben wir Richard Mille. Patek ist auch hier am Start. Also ich muss sagen, es ist krass, wie gut die Uhren hier gefaked sind. Ihr kriegt eine Aufgabe von mir. Und zwar müsst ihr den Algorithmus anregen in den Kommentaren, Leute. Schreibt irgendwas Nettes, schreibt irgendwas übers Video. Fragt was, ich antworte auf jeden Fall zurück. Mich würde das auf jeden Fall sehr freuen, denn so werden die Videos auf jeden Fall anderen Abonnenten auch angezeigt. Das führt dazu, dass die Videos mehr Aufrufe generieren. Ihr wisst Bescheid, Leute, es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Und weiter geht's mit dem Video. Und solche Uhren werden von deutschen Stars gekauft. Tatsächlich. Unter anderem Prinz Markus, der vor kurzem hochgenommen wurde. Ja, das sind genau diese Uhren hier. How much is the Richard Mille? 650. Yeah. But this is really expensive. But you have Richard Mille RM69. Mm-hmm. Scratch. Mm-hmm. Crazy. Real Carbon. Real Carbon. That's why the cost is expensive. Okay, okay. Die Quali ist krass. Aber das ist auch so richtig.
This is the new band. This is new band, yeah. Okay. The leather and material. Normally it comes with rubber. Also das Rubberband sieht gar nicht schlecht aus, aber jetzt dieses Band, was er hatte, sieht wirklich nicht so gut aus. Krass, also die kosten 650. What is your best one? The best one you have. This one is the best. Wimbledon. Das ist auch eine Uhr, die viele mögen. Er meint gerade, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Fälschung. Ich bin kein Profi, Leute. Das sage ich hier auf jeden Fall schon mal an der Stelle. Ich beurteile das Ganze jetzt auch nur nach Aussehen und meiner Erfahrung. Aber ich muss sagen, ich finde hier die geriffelte Lunette auf jeden Fall irgendwie komisch. Keiner checkt das auf den ersten Blick, glaube ich. Aber ich finde schon die Lunette ein bisschen eigenartig. Die APs sind hier auf jeden Fall auch am Start. Geisteskrank, was es hier so alles gibt. This one is the best. There is also some Swiss clone, but those are starting like $2,000. Okay, die Richard Mill-Uhren sind auf jeden Fall die teuersten Uhren, die die hier haben. Wenn es um Verhandeln geht, der Bruder ist als Verhandler geboren. Deswegen hier, 230 regulär, mach was du kannst. So, wir holen jetzt einmal die Uhr. Ich werde da gleich für verhandeln. Das ist eine Datejust, eine ganz clean. Und er will jetzt als Anfangspreis 220. Mal schauen, wie weit wir das Ganze runterkriegen. 13.900 Telle. Er hat auf 11 runtergemacht. Auf 11.000 hat er das jetzt runtergemacht. Tamamabi. No tamamabi. Size en son. 10.500 sagt er jetzt. Guck mal, jetzt sagt er, es ist nicht möglich. Boah, die ist unnormal schwer, ne? Einfach Dings. Laptop habe ich in der Hand. Check my quality. Check the differences. Take your hand. Jetzt gibt er uns eine schlechte und eine gute. Die müssen jetzt erstmal die Gründe nennen, weshalb die Uhren das Geld wert sind. So. This is cheap. That's plastic glass. You see? Not sapphire. You see? That's crystal sapphire glass. That one, it's fading color with the time. You see there? Die Farbe bleicht ab. This quality you can find inside bazaar 3500, 4000. And there is no guarantee for that. For our stars we are giving 2-year guarantee. 8000. Ich habe ihm auch nach 5 gesagt. I will do 9000 for both and you will give this little kid 200 lira tip. That's good. 8,5 and give him tip. 8,5. So, wir haben die Uhren gekauft, wir haben sie mitgenommen. Ich habe die tatsächlich zusammen mit Dennis in seinem Video genau ausgepackt und mal genau unter die Lupe genommen. Wer sich das Video anschauen will, das Video ist unten in der Beschreibung verlinkt. Erster Link dazu. Dann kommt ihr auf jeden Fall zum Video. Dort testen wir die Uhren. Wir schauen, wie gut sind die Uhren gemacht. Gehen da ein bisschen detaillierter auf das Teil ein. Dennis hat auf jeden Fall auch nochmal den Produkttester gedreht. Checkt auf jeden Fall das Video ab, Leute. Und abonniert auch Dennis an der Stelle. Weil zusammen unterwegs, Leute. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Einblick in diese Rolex-Fake-Welt gefallen. Es werden in nächster Zeit mehr von solchen Videos online kommen, Leute. Dann schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und gebt dem Video ein Like. Wenn wir uns nicht mehr sehen sollten dieses Jahr, dann wünsche ich auf jeden Fall jedem von euch einen guten Start ins neue Jahr, Leute. Und ich bin auf jeden Fall motiviert und nächstes Jahr kommen auf jeden Fall sehr nice Videos online. Das war's mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und Peace!